Leider nicht, nur dass gestern wohl wieder was Ähnliches war mit Böllern. Oh, Wahnsinn, ey. Ich hoffe, dass sie die kriegen, ey. Das ist ja. Das ist einfach nicht. Also, ja. Ich drücke die ganze Zeit die Daumen, dass das bald aufhört bei euch. Ey, ist ja einfach echt eine Frechheit. Spaß, Hunger, Energie. Ja, das ist alles ein bisschen doof. Dann geh doch nochmal schlafen. Guck mal, der Justus. Wilbert Justus. Oh, warte mal. Ich will mal. Wir probieren mal. Eigenes Café öffnen. Wilbert Justus hat das Geschäft eröffnet. Machen Sie sich an die Arbeit und bereiten Sie sich auf die Gäste, die bald kommen, vor. Hier können wir schon mal bedienen. Und wenn ich aber Waffeln oder sowas verkaufen will, muss ich das jetzt zusätzlich noch am Stand machen, oder? Okay, kann ich hier. Nö, die hat sich einfach hingesetzt. Also, und hier, das schließen wir mal ab. Abschließen für alle, jeden, außer Familienmitglieder. Ja, jeden außer Familienmitglieder. Okay, die bestellen gerade alle. Es ist wohl ein hier wohnhafter Typ nach langem aus dem Gefängnis gekommen. Der hatte wohl was mit Kindern zu tun. Ich habe jetzt etwas Sorge um die Kinder, die hier so wohnen. Ja, das glaube ich. Krass. Wahnsinn. Aber es hat sich ja eigentlich mehr so nach so einem. Hat sich ja eigentlich erstmal mehr so nach so einem Kinderstreich angehört, ne? So, die Frage ist, verdienen wir da auch irgendwie was? Da läuft einem direkt keine Rücke, aber sowas von, ja. Oh, Dag Dag. So. So, Benoi? Fimi Rush. Zumbas Gnorf Surf. Stellen die auch Kaffee oder sowas? Untele Kanapa. Wann bezahlen die mich denn, wenn ich das Kaffee wieder zumache oder muss ich die noch abkassieren? Weil bei der, bei der Tierklinik musste man ja immer abkassieren. Okay, jetzt machen wir. Heute gibt's alles umsonst. Ja, ich muss noch mal gucken. Weil. Es ist eigentlich so mega easy, Geld zu verdienen, oder? Eine Kasse hinstellen. Oh, fehlt mir eine Kasse? Weil ansonsten ist ja wirklich alles umsonst. Kasse. Aber das ist ja. Okay, ich stell hier mal eine hin. Da ist auch ein Hund, Kelly. Aber das kam ja mit dein Out. Die Kasse kam ja mit an die Arbeit. Das ist vielleicht noch nicht die richtige. Oder wir kriegen halt das Geld erst, wenn wir das Kaffee quasi zumachen. Weil sonst bringt uns das ja nicht so viel. Ich will ja Geld damit verdienen. Kim. Hey, Wilbert. Ich bin Jay Huntington. Ich lese Huntington. Den dritten. Echt süß. Das solltest du selbst entscheiden. Tispana. Give you what's up. Galva.
guck mal! Der arbeitet mit dem Laptop da! Hey, wie nice! Und der Hund mag den. Der Hund mag den nicht. Können wir mal aufräumen? Die bestellen die alle gerade noch? Der ist ja nur noch am Kaffee machen. Hallo, chillt mal, die winken alle. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich nur bei Restaurants. Kann auch. Und kann ich? Weil ich würde ja auch gerne so Pizza und sowas verkaufen, aber das kann ich halt da nicht reinmachen. Hä, die bedient sich einfach in meinem Kühlschrank! Diese Annette! Was falsch mit der? Die nimmt einfach Sachen aus meinem Kühlschrank raus, anstelle, dass die was kauft. Ich muss hier einen Zaun hinmachen. Die kann euch nicht einfach... Mein Kühlschrank! Also irgendwas funktioniert auf jeden Fall noch nicht so, wie ich das... Und richtig, ja, warte mal, ich mach mal das Kaffee zu und wir schauen mal, was passiert. Der Patch ist online. Nice. Kids gehen, alle. Aber verdient er mir gar nichts. Ha! Ich hab keine Kohle gekriegt. Gar nichts. Ich hab gearbeitet für gar nichts. Okay. Irgendwas Essentielles fehlt uns noch fürs Café. Aber was fehlt uns? Es ist nicht die Kasse. Die können wir wieder verkaufen. Es muss ja eigentlich was sein. Die Cafés, mit was kamen die denn? Mit welchem Pack? Ja, aber wenn ich das auf... Nee, wenn ich das auf Café... Also geht das nicht, weil wir hier da drin wohnen. Und das war bei der Tierklinik auch nicht so. Weil bei der Tierklinik musste ich dann immer die Leute anklicken. When your cafe is open, you can collect income via the computer or tablet. Once per day household, you can earn money for each cafe drink food. More viable... das heißt, warte mal. Ich brauche einen Computer oder ein Tablet hier unten. When your cafe is open, you can collect income via the computer or tablet. Das heißt, ich muss hier unten zum Beispiel ein Tablet hin. Ja, aber Tablet, aber wir können dieses, maybe dieses da. Das könnte ganz fancy sein. Ah, das kann ich aber hier nirgendwo. Warum kann ich denn das? Den kann ich da auch nicht hinstellen. Da müsste ich quasi... Warte mal, ich nehme hier mal so einen raus. Und dann müssten wir... Achso, warte mal, wir machen das so. Stell den Pizzaofen mal dahin. Und... Ich muss das dann, glaube ich, nochmal durchrangieren. Weil das können wir ja dann auch nur nutzen, wenn da auch ein Stuhl dran steht. Und dafür... Weil ansonsten kann ich da ja nicht dran. Und dann wird es hier aber ein bisschen... Es wird dann ein bisschen eng. Also könnten wir halt das Haus nach hinten eins größer machen. Und dann packen wir
So, und was ich aber auch unbedingt machen möchte, ist hier einen Zaun hinzumachen. Mit einem Tor. Und dann aber hier an die Ecke noch einen Pfosten. Boah, der ist halt so riesig. Können wir vielleicht so einen dunklen nehmen? So. Und jetzt wäre es halt noch ultra cool, wenn wir halt noch Pizza und sowas verkaufen können. Also ich probiere nochmal, wenn wir das Café öffnen. Einnahmen des eigenen Cafés einsammeln. Okay. Wir testen mal. Bartem? Blaffa Darfa. Oh, hier hinten, das müssen wir gleich aufräumen. Also, und das, da müssen wir abschließen. Abschließen für mehr Auswahl. Jeden außer Familienmitglied. So, dass sie nicht immer hier hinten hingehen. Mal schon mal weiterentwickeln. Nein, Schanuten. So, hier hinten kannst du alles ernten. Du kannst bitte alle jäten und alle gießen. Dargo, Freenock. Okay, jetzt mach deinen Kaffee. Stell da schon mal die Sachen hin. Bina Lewis. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch Lautsprecher, so dass ein bisschen Musik im Café ist. Und ich hätte gerne noch Lichterketten und Grün und Shuna. Sabo. So, ja. Kann man das denn zwischendurch machen, wenn ich jetzt sage, hier mehr Auswahl, Einnahmen des eigenen Cafés einsammeln. Wir schauen mal, was dann passiert. Sie soll das mal machen, wenn sie hier fertig ist mit Blumengießen und so. Ach, guck mal, hier ist auch noch weiterentwickeln. Sipola? Das mit dem Kaffee klappt ja so semi. Achso, und dann brauchen wir... Sieht ja schon richtig nett aus. War doch nur 9 Stunden am Strand. Ja, ich finde auch. Wir sind so... Das ist im Moment unser Kaffee-Wohnhaus. Und ein Café und ein Wohnhaus. Aber das mit dem Kaffee funktioniert nicht so richtig. Er macht immer nur... Ich weiß ja nicht. So, wir schauen mal, was jetzt passiert, wenn sie die... das Café abrechnet. Ob man das besser macht, bevor man das Café schließt, oder ob man das auch machen kann, nachdem man das Café schließt. Okay. Alles klar, dann machen wir jetzt eigenes Kaffee schließen. Und ich schaue, ob wir das nochmal machen können. Nee, dann ist es weg. Also man muss quasi erst abkassieren und dann zumachen. Hm.
Habt ihr denn den Patch schon geladen? Entschuldigung. Und irgendjemand hat hier meine Mülltonne umgestüppert. So, du kannst mal was anderes machen. Du kannst mal hier die Mülltonne aufheben. Du kannst den Baum gießen. Bitte Teile plündern und dann wegwerfen. Und du kümmerst dich gerade um die Kinder. Ah ja, okay. Also Patch ist schon da. Nice. Dann werden wir gleich noch ein bisschen Palia suchten. Und morgen dann weiter so spielen. Und Palia suchten morgen. Wenn das Update hoffentlich sehr, sehr gut ist. Rein in die Tonne. Oh, Shushka? Ja, guck mal, du kannst hier auf Klo gehen und dann bis Perfektion polieren. Okay, wenn du fertig bist, absetzen. Ja, du kannst das Kind absetzen und dann... Nee, nicht ein Nickerchen machen. Geh doch hier schlafen. Und du kannst dann auch schlafen gehen. Wir haben ja immer noch die Eleonore, die ist doch immer noch da. Die schlägt sich immer mit dem Gesicht. Sie schlägt sich immer mit dem Gesicht. Mit dem Spielzeug ins Gesicht. Leckt mir am Hinterteil, ey. Kann man eigentlich auch sagen, von Eleanor gefüttert werden. Freundlich. Beißen! Freundlich und dann beißen. Eleanor anbrabbeln. Genau. Super. Beiß doch das Kindermädchen. Der ist genau das, was man will. Okay, cool. Dann lade ich mal eben den Patch. Wir speichern hier mal. Ich lade mal den Palila-Patch. Sag mal, ich bin auch... Wie toll sieht das aus, wenn er da... Ja, heute haben wir irgendwie echt ganz gut reingecashed. Gut Geld gesammelt und ja, anscheinend. Ich mache gerade das Update von Palia. Schauen wir mal. Oh ja, okay, ich sehe es. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ihr meintet ja. Mensch, so wächst die Wolle, Odaria schnell vermitteln. Ja, anscheinend, es dauert ein bisschen. Also ich bin bei 2% beim Runterladen. Runterladen. Ich hab Durst. Dauert das Update. 3%. Ja, dauert ein bisschen. Ich könnte mir was zu trinken holen. 4%. Ich hoffe nur, dass es den Stream nicht schreddert. Prozent. Yay, ich hol mir mal kurz was zu trinken. Ich mach mal meine Tasse voll. Bin sofort wieder da.
Ich hab mein Update durch. Spielen! Palia, ja! Jetzt wird Palia! Upsi! Palia gesuchtet! Palia! Kali! Ich habe heute nach mir auch einige von den Heulen, die der Chat gewollt, runtergezogen. Also sehr nett. Da fehlt mir einiges, da ich kein Dilsies habe. Sieht aber trotzdem sehr nett aus. Cool! Warum ist das immer so laut? Warum fliegen einem beim Palia immer die Ohren weg? Liegen, kleine Wurst. Ach du meine Güte. So. Jetzt bin ich mal Oh, ich habe falsch eingegeben. Passwort. Ach, deine Mutter. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mein Passwort falsch eingegeben. Warte, was? Mein Passwort ist falsch? Ach. Habe ich falsch gemacht? Nee, geht doch. Wuhu! Willkommen zu Hause! Für dieses Update haben wir so viel mit euch zu teilen, dass wir unmöglich alles in dieser kleinen Ankündigung unterbringen können. Es gibt Romantik, gruselige Dekoration, neue Herausforderungen, neue Funktionen, um eure Party zu unterstützen und noch viel, viel mehr. Alle Details finden Sie in den neuen Patch Notes hier. Aber warten Sie, Sie sind neu bei Palia? Hier finden Sie hilfreiche... Nee, da, da! Kann man ja nicht mal draufklicken. Okay, wir machen aber Let's Go! Scheiß auf die Patch Notes, wir finden es schon raus. So, kleiner Bett, noch schnell Ordnung machen und was essen. Jetzt muss aber nochmal Palia laden. Steckt eine Banane in dein Ohr. Okay. Also, ich weiß, dass irgendwas an der Werkbank neu sein muss. Also erstmal Werkbank abchecken. Ein Werkbank-Update. Oh. Geil. Nee, noch nicht, Svenna. Hab ich's noch nicht. Oh, love it. Never. Boah! Okay, richtig gutes Werkbank-Update. Jetzt kann man nämlich einfach gucken, was man noch nie gecraftet hat, beziehungsweise, ja, never crafted geht nach oben und die, die man schon hat, die gehen dann nach unten. Also quasi sortieren nach. Voll geil. Feier ist. Jetzt kann man das auch hier wieder ein bisschen lauter machen. Passt das so? Jetzt kümmern wir uns hier erstmal. Ach nee. Doch. Unkraut. Ist das laut für euch? Die Musik von Palia? Ist das Spiel jetzt sehr laut? Ach du meine Güte. Ja, es geht plötzlich ganz schnell. Also am Anfang super langsam und dann macht's brr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 
Doors, hallways and porches no longer count towards the building at on limit. Verstehe ich nicht. Ich wollte die Tür zusätzlich zu seiner Tür setzen und da sagt, Baulimit erreicht. Vielleicht ist da noch was schiefgegangen. Da wird dann bestimmt nochmal gehotfixt. Hat wohl nicht so geklappt. Ja, das hört sich nach einem Hotfix an. Backparty wäre sehr nice. Können wir bestimmt organisieren. Ja, Never Play on Patch Day. Let's go. So mögen wir das doch. Ja, so, ich muss mal ganz kurz Alicia, mein Samen. Ich brauche noch meinen Samen. Oh. Ja, gut. Das ist nochmal ein ganz anderes Problem. So. Ah, sehr gut. Da sind meine Kartoffelsamen. Die müssen wir anpflanzen. Ja, ich denke, ich muss mal zu... Ich glaube, bei Gel müssen wir mal gucken. So. Ja, es gibt einen neuen Chat. Es gibt einen Chat für Leute, die in deiner Nähe sind. Dass, wenn man an einem Flowtree oder so steht, dass man nur noch mit den Leuten chattet, die in deiner Umgebung sind. Was auch absolut Sinn macht, dass man nicht mehr im Universell-Saal-Chat schreiben muss. Sondern, dass es quasi nur noch an Leute geht, die in deiner Nähe sind. Auch für Palium oder so, wenn da dann niemand antwortet, weißt du auch direkt, dass niemand in deiner Nähe ist und du das Palium und so einfach abbauen kannst. Anstelle, dass du dir dann die Füße in den Bauch stehst und wartet. Ja, das ist ja das Nachbarschafts... ein Update. Also uns fehlt ja quasi noch ein Pack, was ja noch kommt dieses Jahr. Ja, das wird ziemlich sicher damit zu tun haben. Oder so. Maybe. Man weiß es ja nie so genau. Man kann Minecraft nicht sortieren. Also bei Möbeln und die... Ja, das haben wir gerade, haben wir schon geguckt, Kevin, an der Bank. Haben wir schon geguckt, haben wir auch schon festgestellt. So, die können wir alle schon mal verkaufen. Und dann Kartoffeln haben wir erstmal. Das alles andere. Jag, ich glaube hier mal. Ah! Entfernt man was wie die Windmühle und hat 14 von 15, dann kann man die Tür setzen und bleibt bei 14 von 15. Ja, das werden die dann bestimmt noch nachpatchen. So, das heißt, wir können auch mal wieder dick Marmelade produzieren. Ah, guck mal, da haben wir es doch schon. Da haben wir es ja schon. So, hier können wir noch Sterni-Kartoffeln machen. Hier haben wir noch Marmelade. So, dann brauchen wir wieder 200 Marmeladen und dann wird das was. Ja, da ist vielleicht... Tschüssi! Universalität, tschüss, nearby, tschüss, Alicia, dankeschön fürs Blumengießen. Wer sind die jetzt? Achso, da laufen noch Samen durch. So, den nehmen wir... mit, weil den wollen wir eventuell noch verschenken. Das kommt weg. So, was ich mir erstmal anschauen möchte, ist hier. Es soll ja auch neue Kostüme geben. Einfach nur, damit ihr sie gesehen habt. Dann ist wohl The Vampire. Oh, okay. Es gibt hier Vampir-Design. In verschiedenen Formen. Also falls jemand ein Vampir sein möchte,
Kamin zählt anscheinend auch nicht mehr. Nice. Studentischer Style. Oh, das ist nett. Okay, das finde ich richtig schön. Das ist das erste Outfit, was ich mir auch kaufen würde. Das finde ich tatsächlich sehr nice. Das gefällt mir. Die sind cool. Das Studenten-Style-Pack. Das hat was. Das hat so... Und das ist der stattliche Weise. Ja. Damit kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen. Gibt bestimmt Leute, denen das gefällt. Ist jetzt nicht so meins. Das mit dem Student, das finde ich ganz nice. Und die anderen sind... Die anderen sind nicht neu. Es werden einfach immer mehr hier dran. Ne? Bei mir geht das nicht mit PayPal-Zahlung. Who Daddy? Ich weiß auch noch nicht, wo Who Daddy ist. Finden ihn bestimmt. Direkt erstmal flirten. Erstmal direkt auf 12. volle Lotte voraus. Schatz? Essen wir heute eigentlich noch was? Essen wir heute eigentlich noch was? Mein Bauchi grummelt. Das kreative Schreiben-Outfit fand ich am schönsten. Warte mal, welches war das kreative Schreiben? Das kreative Schreiben? Oder ist das gar nicht mehr drinne? Ich mag das, das mag ich sehr gerne. Ansonsten, ja, die sind schon, studentischer Stil. Ja, den mag ich. Den finde ich auch richtig schön. Das gefällt mir. Ich habe ihn gefunden. Oh, Kürbisse! Oh, wow! Überall sind Kürbisse gespawnt. What? It's Halloweeny / Herbsty. Oh, wie cool. Guck mal auf den Pfosten. Die Kürbis, oh, ist das süß. Oh, ich mag das. Das ist nicht zu viel. Bisschen zu wenig. Oh, wow. Guck mal, auch hier im Rathaus. Da oben steht ein Kürbis. Nice. Ja, das ist toll. Das ist richtig cool. Ja, oh mein Gott, Weihnachten. Ich hoffe, es wird ultimativ Christmassy. Na, guck mal, sogar hier steht ein Kürbis. In den Läden. Hat sich der Markt unten auch verändert? Ich meine, das ist noch nicht wirklich Shoppingzeit im Markt, aber... Ja. Ja. Okay, hier unten ist halt noch keine Shopzeit. Aber habe ich mir schon fast gedacht, dass hier unten... Okay, wir müssen mal bei Jell gucken, weil... Ja, genau. In der Nähe hinter Jells Laden soll es im Verkaufsstand gehen. Da gehen wir als nächstes mal hin. Ja, da kann man an einen Maschinen jetzt spielen und Marken und sowas gewinnen. Ja, da habe ich schon ein bisschen gezockt. Das macht mich richtig aggressiv, das Spiel. Weil das nicht so will, wie ich will. Das macht immer Quatsch an den Automaten. Kann man uns gleich nochmal anschauen. Das... wann ducken, wann springen, wann... Das hat einfach immer nur Blödsinn gemacht. Das kann ich auch nicht leiden. Das ist gut.
Okay, wir schauen mal. Wir gehen erstmal. Ja, das macht mich schon aggressiv. Da draußen, da. Ich habe den Laden gesehen. Ich habe ihn gesehen. Am Brunnen ist der Laden. Diese Automaten sind furchtbar. Ah, hallo. Katsching, 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 katsching. Ich habe mir auch die Tasche voll gekauft. Erstmal Halloween-Deko. Katsching, katsching. Ich habe eins vergessen. Nee, ich habe nichts vergessen. Das zweitletzte habe ich nicht gekauft, wirklich? Dafür habe ich das zweimal gekauft, oder was? Hab den zweimal gekauft. Gut, dann müssen wir jetzt den... Katsching, 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 katsching. Zum Glück habe ich so viel Geld. Hab alle Halloween-Deko gekauft. So, Pfannkuchenparty. Ich hab noch ein bisschen Geld in der Tasche, aber ja, Pfannkuchenparty. Ah. Ich bin das Hammer einfach. Hallo, Sommer. Ah. Katsching, katsching, richtig. Ist sowieso kein gehaltvoller Inhalt, außer katsching, katsching, katsching. Ich gehe im Kaufrausch. Billiger Kaufrausch. Oh, die Ohrboten haben schon ein paar richtig gute Lieder gemacht. Inventar voll geklauft, aber sowas von. So. Jetzt ist halt auch die Frage, klappt das auch mit dem Dekorieren wieder? Oder drehen wir hier gleich alle am Rad? Weil Dekorieren immer noch Pain ist. Okay. Bei Zirkus Sharkton soll es einen neuen Automaten geben, wo man Parkour spielen kann. Soll aber eher nebensächlich frei wie sein. Just for fun. Ja, Parkour! Das habe ich zumindest gelesen, dass man das da kann. Parkour! Oh, Abidimi, wie hast du es jetzt geschafft mit dem Sushi? Wie ist das Sushi jetzt zu Sushi geworden? Ich brauche mehr Kürbisse. Ah, ich habe definitiv noch zu wenig. Ah, hier sind noch ein paar. Oh, der Chat ist wieder mal ausgerastet. Okay, die 5. Oh. Wir haben schöne Kerzen.
Mein Hoodie soll mal trocken sein. Oh. So, und jetzt die fliegenden Kerzen. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, okay. Wie fliegen die denn? Stehen die auf dem Boden? Nee. Wie fliegen die denn? Was heißt denn Floating Candles? Also so richtig floaten. Die stehen aber irgendwie immer am Boden, oder? Nein, die fliegen! Okay, und es ist irgendwie so ein bisschen random. Wie die dann floaten? Ist irgendwie süß. Und wenn ich jetzt Bock habe, kann ich mein ganzes Haus Kürbisi machen. Markus, danke schön für dein Geschenk an One Owner. Vielen herzlichen Dank. Guck mal, mein ganzes Haus kann jetzt aussehen wie ein großer Kürbis. Schade, dass man das Haus nicht so richtig dunkel kriegt. Ups. Da. Ich versteck mich mal, Markus. Dankeschön. Danke. Wir haben ein Kürbishaus. Look at this. It's Kürbisy. So, der ist schon mal eine coole Tapete, muss ich sagen. Okay, was gibt's noch? Ja, Hudari, mit dem müssen wir mal babbeln. Ich finde es auch preislich voll okay. Was denn, Katalia? Was würdest du preislich voll okay? Das Update? Ja, hat nichts gekostet. Oder du machst die Deko, meinst du? Ja, also die Deko kann man sich schon... Das ist nicht so... Kürbis und so. Ja, das ist gar nicht so übertrieben wie auch schon. Wie jeder erstmal an die Kürbisse rangeht und guckt. Ich bin mal gespannt, was es so auch so für neue Stories und so gibt. Jetzt gucken wir dann, wenn Zeki sein Geschäft aufmacht. Können wir dann mal bei Zeki gucken. Hallo, hier klar. Ja, Human. Hallo Mensch, ich hatte schon geahnt, dass du mich besuchen würdest. Ich frage mich, ob es in dieser Bibliothek ein Buch über das Jonglieren gibt. Ich wollte schon immer jonglieren lernen. Ich habe gehört, es sei sehr unterhaltsam. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, in der zerbrochenen Schale nach Weichtieren zu suchen. Gina hat eine große Schwäche für Austern. Alles klar. Wie sieht's denn aus? Wurde das zurückgesetzt? Alles, was ich letzte Woche mir zusammenge... Nee, okay, da gibt's immer noch... Das sind immer noch die gleichen... Hier, Shiny will nämlich die... Ich guck gerade mal, wo Shiny ist. Ich habe nämlich dem seine... Wo ist denn Shiny? Schorsch, was möchtest du denn? Hallo, Schorsch. Was möchtest du, mein Kleiner? Was möchtest du denn? Einfach nur guten Tag sagen? Nur guten Tag sagen? Einfach mal das bauchige Kraul kriegen zwischendurch? Hallöchen Svenja, hab's endlich geschafft. Habe ich vorhin eine Kuchenparty gehört? Ich hätte noch Marmelade.
Ja, wir überlegen gerade, ob wir nochmal eine Kuchenparty organisieren. Ob wir nochmal Kuchen backen. Hallo. Hallo, mein Schmutzbacki. Du hattest gerade was Leckeres. Leckst du Schnu? Ja, hast du was Leckeres bekommen? Ich wäre auch dabei. Ja, dann kriegen wir das bestimmt. Kriegen wir bestimmt nochmal organisiert. Erfolg aber leider noch nicht gefixt. Ja, krass, weil meine sehen immer noch normal aus. Und bei einigen hat es die ja komplett geschrottet. Ah, Paliachef, a dish of spice and corn. Oh, die fehlen mir ja noch alle. Ich habe echt noch so viel. Wenn es nicht ein Sonntagabend ist, wäre ich dabei. Das hört sich gut an. Stinkebär. Wohin? Schlabbergesicht. Kann ich dich wieder. Ja, was denn? Was möchtest du denn? Einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit? Bluff! Möchtest du einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit haben? Was machen wir denn mit dir, Georgie? Ich gehe erstmal in. Ah ne, ich wollte eigentlich wissen, wo Shiny ist. Ich weiß gar nicht, wo der. Warum ist denn der nicht da, der Shiny? Okay, sonst fragen wir. Schauen wir mal, wo es ist. Wir gehen erstmal zu Zeki gleich in den Untergrund. Kann denn Shiny auch in der. Hallo, Ken Lieb. Oh je, Mini. Was ist denn? Oh nein. Alter.